Frau Stadtverordnetenvorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, nach der Märchenstunde des Oberbürgermeisters und dem parteipolitischen Geplänkel im Anschluss sage ich es mal in Anlehnung an Trapattoni. Die Stadt hat fertig. Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt wirtschaftet seit ihrem Regierungsantritt im Jahr 2021 alles nur erdenklich Gute herunter. Zusätzlich verschlimmert sie bereits bestehende Missstände, die von ihren Vorgängern unter maßgeblicher Mitverantwortung der CDU geschaffen wurden. Frankfurt entwickelt sich immer mehr zu einem Schandfleck, der sich schon lange nicht mehr auf das Bahnhofsviertel beschränkt. Und das Schlimmste dabei ist, die politisch Verantwortlichen, Magistrat und Koalition halten sich auch noch für richtig toll und unersetzlich. Es ist müßig, an dieser Stelle all die Problemlagen und Missstände anzuführen. Ein Blick in die Ergebnisse der Umfrage Leben in Frankfurt aus dem Jahr 2023 spricht Bände. Teurer Wohnraum, mangelnde Sauberkeit, Kriminalität, Bahnhofsviertel, Parkplatzmangel, Integration, Migration, Verkehr, hohe Lebenshaltungskosten, Müll, Drogenkriminalität, öffentliche Sicherheit, Obdachlosigkeit, ÖPNV, Kinderbetreuung, Schulen. Diese Punkte führen die Negativ-Hitliste der größten Probleme unserer Stadt an. Und damit ist auch das meiste zur kommunalpolitischen Situation unserer Stadt bereits gesagt. Ein Stopp dieses rasanten Niedergangs lässt sich tatsächlich erst bei der Kommunalwahl 2026 erreichen. Und den werden die Frankfurterinnen und Frankfurter dann an den Wahlurnen herbeiführen. Bis dahin gilt es, tief durchzuatmen und womöglich das Schlimmste zu verhindern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.